Hi, ich bin Ali und in diesem Video beantworte ich eine Frage von Telonym. Ist es süß, wenn man eifersüchtig ist? Grundsätzlich, Eifersucht ist etwas, das wir nicht nur von Beziehungen her kennen, zwischen der Partnerin oder den Partner, den man liebt. Eifersucht kann uns schon als Kind begegnen. Zum Beispiel, wenn ein älteres Kind auf einmal mit einem Geschwisterchen konfrontiert wird und die Aufmerksamkeit, dass es vorher für sich alleine hatte, mit diesem Geschwisterchen dann teilen muss. Hier kann schon zum ersten Mal Eifersucht entstehen. Wir können das aber auch in der Schule haben, dass wir eifersüchtig sind auf eine Mitschülerin oder auf einen Mitschüler, weil der Lehrer oder auch eine Kollegin oder ein Kollegen, den wir sehr schätzen und mögen, uns nicht diese Aufmerksamkeit zuteil kommen lässt, wie eben auf die Person, auf die wir eifersüchtig sind. Auch später dann auf der Arbeit kann das dazu führen, dass wir uns zum Teil auch dort mit der Eifersucht konfrontiert sind, weil eine Arbeitskollegin oder Arbeitskolleg durch unseren Vorgesetzten oder auch durch jemanden anderen aus dem Team bevorzugt wird. Und auch hier können wir dann Eifersucht entwickeln. Aber was ist denn Eifersucht denn jetzt? Nun, Eifersucht ist eine Mischung aus Angst, bisschen auch Neid. Man sorgt sich da natürlich auch irgendwo und es geht auch um Verlust, Ängste, es geht um dass es man liebt, was eigentlich ja dann ein positiver Aspekt ist und bis zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen Wut, weil man ja ein Bedürfnis hat und durch die Eifersucht dieses Bedürfnis dann nicht genährt oder erfüllt wird, dann kann das auch dann zu Wut führen. Also Eifersucht ist etwas, das wir als negativ sehen, obschon es auch durchaus positive Aspekte in der Eifersucht gibt. Der Klassiker, den wir ja alle vermutlich kennen, ist, dass wir Eifersucht verspüren, wenn wir uns sexuell oder emotional betrogen fühlen durch unseren Partner oder unsere Partnerin. Dieses Gefühl der Untreue zeigt aber ja auch dann schon in sich, dass man um etwas besorgt ist, dass man um etwas Angst hat. Und da kommen wir auch zum anderen Punkt. Zum Teil kann es dann auch so wie aus zum Teil Erfahrungen, die wir schon als Kinder gemacht haben, so wie eine präventive Angst sein, eine präventive Eifersucht. Weil wir irgendwie so dieses ungute Gefühl haben, dass etwas geschehen könnte, dass jemand uns untreu wird, dass jemand uns betrügt. Und das ist eigentlich dann schon auch ein sehr starkes Zeichen, dass man sehr stark mit sich selber nicht im Reinen ist, weil man Selbstzweifel dabei hat und auch in gewisser Weise der Selbstwert damit angekratzt wird. Wenn wir wieder
auf den Bereich der sexuellen orientierten Eifersucht gehen, kann es auch sein, dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr attraktiv genug sind, dass unser Partner oder unsere Partnerin jemanden findet, der viel attraktiver ist. Oder weil gewisse sexuelle Bedürfnisse bei unserem Partnerin durch jemand anderen besser abgedeckt werden könnten. Also auch hier wieder dieses Bild, dass sich selbst in Zweifel ziehen und damit dann auch ein ungutes Kopfkino entsteht. Selbstzweifel oder auch ein gewisser Mangel an Selbstwert, das kann ja auch wirklich weit zurückreichen, dass wir schon sehr früh vielleicht Bindungsängste hatten, weil wir uns nicht gesehen oder nicht angenommen fühlten oder weil wir wirklich schon in einer vorherigen Beziehung auch betrogen wurden. Also Erfahrungen, die wir vielleicht nicht bewusst, aber doch unbewusst dazu führen, dass wir eifersüchtig sind. Aber es zeigt dann auch eine gewisse negative Seite daran, weil man ja auch dann so wie den Partner kontrollieren will oder vielleicht sogar muss. In diesem Moment, auch wenn das vielleicht ja Ausdruck der Liebe ist, kann das auch sehr toxisch werden. Es kann wirklich eine Beziehung zerstören. Eifersucht kann wirklich, wenn es dann auch so wirklich giftig wird, überbordend, wirklich eine Beziehung komplett zerstören. Ich glaube, da muss man sehr stark dann auch mit sich selber und mit dem Partner oder der Partnerin auch das Gespräch suchen, mit sich selbst zum Beispiel, um sich einzugestehen, weshalb man eifersüchtig ist. Hat man irgendwie gewisse Erwartungen, ungute Gefühle? Woher kommen diese Erwartungen und diese unguten Gefühle? Und ich glaube, das Ziel ist dann wirklich, dass man das auch ansprechen kann. Eine stabile Beziehung kann man ja auch wirklich ohne Vorwürfe zu machen, solche Themen ansprechen. Und auch schauen, ob man hier vielleicht etwas wie einen Kompromiss finden kann, dass man gewisse Situationen vielleicht etwas weniger oft zulässt, in der Eifersucht entstehen könnte. Oder auch, dass man diese Ängste und Sorgen vielleicht auch aus der Vergangenheit mit der Erfahrung in dieser neuen Beziehung auch durch das Ansprechen dann wie ein positives Gegenbeispiel findet. Aber das ist etwas, das man wirklich beide benötigt. Und wie in jeder Beziehung ist dann auch irgendwo ein guter Kompromiss zu finden. Um also jetzt wieder auf die Frage zu gehen, ist Eifersucht manchmal süß? Es zeigt bis zu einem ganz, ganz kleinen gewissen Teil, dass man wirklich jemanden sehr gerne hat, sehr liebt und dass er auch ein Liebesbeweis ist. Aber man muss auch hier dann irgendwo die Beherrschung finden, weil Eifersucht wirklich dann sozusagen überborden kann und dann kann eine Beziehung daran erkranken und schlussendlich dann eine Beziehung töten. Falls ihr also nicht unter euch dann klarkommt, lasst euch auch von wirklich geschultem Personal helfen. Es gibt Paartherapeuten, es gibt Mentoren, Psychologinnen, Psychologen, Psychiatrinnen,
Psychiater, die haben gewisse Möglichkeiten, Techniken, euch in einer Paartherapie oder euch selbst, wenn ihr wirklich sehr eifersüchtig seid, hier einen Weg zu finden, dies in einem Maße zu kontrollieren, dass es nicht schädlich wird für eure Beziehung. Mit diesem letzten Teil und dem Hinweis auf die Profis danke ich fürs Zuschauen, die Frage und bis zum nächsten Mal.